So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Bist gerade so leise? Komisch, ich habe jetzt ein bisschen mal am Mikro rumgeschraubt, weil da ist halt auch was dran. Nee, so leise war es nicht. Es ist einfach nur gerade irgendwie kein Hintergrundsound. Aber wir haben ja jetzt ein Ziel, wir müssen mal eigentlich nur aussteigen, weil wir müssen ja nach Midgar. Da läuft ja Weapon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so Godzilla-artig drauf zu. Ja, jetzt muss ich definitiv lauter stellen, jetzt habe ich es zu leise. So ist gut. So, wir sollen also eine Weapon aufhalten, indem wir nach Midgar gehen. Bitte sehr. So, mein Herr. Komisch, habe ich irgendwo den Schlüssel für das Tor fallen lassen? Vielleicht, als ich auf der Ausgrabungstour war? Ach ja, den haben wir doch schon gefunden. Den Schlüssel. Jetzt können wir nämlich hier rein. Wie geil. Das heißt, hier hatten wir den Tipp gekriegt, bei der Ausgrabungstour den Schlüssel zu suchen. Wir sind wieder in Midgar. Waren wir echt lange nicht mehr. Ach, die beiden Kinder. Hallo, kennt ihr mich noch? Die sind schön. Hey, wo ist denn das Blumenmädchen? Ah, das beantworte ich lieber nicht. Da kommt man nicht durch, okay. Dann sehen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich meine, hier ist ja einiges kaputt, seit eine Platte abgestürzt ist. Ich meine, da waren wir nicht allzu unschuldig dran, sag ich mal. Den Speicherpunkt habe ich jetzt mal links liegen lassen, weil. Oder gerade an. Oh, wir werden angegriffen. Was greift uns denn hier an? Ach, das sind diese Diebe, glaube ich. Tod ist tot. Niedlich. Gehen wir erstmal hier lang. Eventuell müssen wir hier lang. Ich weiß es nicht. Diese Leute sind irgendwo hingelaufen. Sie murmelten was von wegen Wiedervereinigung. Klang fast wie ein Singsang. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Wie wird die Welt noch enden? Am Ende sterben wir doch alle. Ja, das stimmt, aber trotzdem, wo können wir hin? Du sprichst jetzt schon die ganze Zeit so. Oh, hier ist noch jemand. Ich werde weder nach oben noch nach unten gucken. Von jetzt an werde ich einfach geradeaus schauen. Vielleicht auch nicht. Ich vertreibe mir nur die Zeit. Ich frage mich wirklich, wie das alles enden wird. Soldier? Was ist mit denen? Ha! Wenn die wirklich Soldier wären, würden sie was dagegen tun. Ach, das ist der Kleine, dem ich, glaube ich, seine Sachen weggenommen habe, wegen, naja. Richtig, wir handeln nur gegen Gegner, keine Ausnahmen. Gegner. Nicht wirklich was, was wir brauchen. Ich habe gerade genug verdient, um nicht zu verschwinden. Jetzt kann ich überall hin. Ho, ho. Können wir denn was verkaufen an Materia? Wie oft haben wir eigentlich Gewitter? Naja, egal. Der Chocobo-Köder bringt grundsätzlich nur eins, egal wie weit er ist. Naja, egal. Gucken wir uns mal weiter um. Wenn hier auch diese komischen Sephiroth-Klonvögel rumgelaufen sind, dann ist das nicht gerade so beruhigend. Ah, hier war doch Aeris Mutter. Ich glaube, da speichere ich dann hier tatsächlich einmal ab. Wenn ich mich recht erinnere, war das hier der Ort, an dem Aeris Mutter gelebt hat oder lebt. Ich habe in einer komischen Reihenfolge gespeichert. Naja.
Ist das Blut auf dem Bett? Ich könnte mich ja ausruhen. Ja, komm, schlafen wir einmal. So, das ist jetzt einfach nur falsch. So, dass wir uns ein wenig ausruhen können. So, dann haben wir nämlich auch volle MP wieder. Nur seltsam, dass hier keiner ist. Beunruhigend, um ehrlich zu sein. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Schauen wir mal. Da können wir, also oben können wir nicht lang, wir können aber hier noch weiter. Weiter? Nö. Ah, hier ging es lang. Ja, so langsam kommen die Erinnerungen. Ist lange her, dass wir in Midgar waren. Ein Häuschen. Du wärst ab. Ach, du guckst mal, ob du es morphen kannst. Oh, gut, man kann es ja probieren. Jetzt konnte man hier hoch. Die Stelle bleibt im Gedächtnis. Das war in einer der ersten. Oh, hier liegt ja eine Materie. Analyse. Wie kann ich denn die übersehen? Ziemlich kaputter Spielplatz hier. Okay, hier ist was eingekracht. Geht's hier lang? Hm. Okay. Hey, ihr alle, bleibt bitte hier. Entschuldigung, da war jetzt gerade wieder was, das musste ich mal muten. Ich schreibe mir das mal sicherheitshalber auf, damit ich das nicht vergesse in der So, markiert. Ich schreibe mir halt jetzt inzwischen immer die Folgenlängen auf. Der will uns also gar nicht vorbeilassen. Doch will er, aber gehen wir trotzdem mal rein. Wir kommen 300... Wieso denn? Wir haben doch... Ja, hast geschlafen, ich meine. Hm. Hier geht's noch woanders hin. Ah, okay. Hey, Shinra hat den Laden besetzt. Das heißt, du lässt uns nicht durch? Ja gut, den Chef des Ladens haben wir, glaube ich, auch platt gehauen. Oder zu Tode stürzen lassen, ich weiß es nicht. Einen Itemladen brauchen wir nicht. Ich hätte so gerne eine richtige Katze. Naja. Huh? Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Ich bin reingerannt. Komm, holen wir uns mal Königsfeder. Wirklich Brauchbares. Leben in einer seltsamen Welt, also esst auf und arbeitet hart. Wir verlassen die Stadt nicht, egal was passiert. Ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird, aber ein gutes Essen kann nie schaden. Das stimmt. Wo geht's denn hier rein? Ich erinnere mich nicht mehr an die Läden. Oh, okay, ist das so eine Wahrsage-Tante? Keine Ahnung. Materialladen ist das. Man kann hier eine Schutzmaterie kaufen, okay. Nein, nicht wirklich nötig. Sieht aus, als wären überall Rüschen dran. Okay. Ach, das ist dieser Kleiderladen. Irgendwo müssen wir doch hin. Wird der Müllberg größer? Glaub ja. Beim Einsturz des Sektor 7 Pfeilers ist 4 und 2 runtergekommen. Richtig, stimmt ja. Der Eigentümer des Waffengeschäfts hat den ganzen Schrott darunter für gesammelt. Ach, deshalb? Der Waffenhändler ist derzeit ziemlich verdächtig.
Du meinst, weil er beim Plattenschnittpunkt nahe dem Haus des Dons war? Oh, du weißt Bescheid. Was treibt er da wohl? Da wird mir ganz anders. Ach, die Leute. Das ist dann wohl der Waffenhändler. Wie niedlich die Waffen, die da verkauft sind. Ah, da bist du wieder. Ich habe was Gutes für dich. Willst du es nicht kaufen? Vermutlich hast du es nur irgendwo gefunden, stimmt's? Ich muss zugeben, dass ich es gefunden habe, aber vielleicht kriegst du sowas nie wieder. Wär's mit 129.000 Gil dafür? Was ist denn das für ein Preis? Ach komm, kaufen wir's. Hey, ist er verbunden. Du wirst es nicht bereuen. Dieb Handschuh. Schau ich mal kurz, ob das ein... Also, ob man das Ding allgemein ausrüsten kann, oder... Jetzt sauber, nee, jetzt die Kraft dafür heilen. Ah, hier, der Räuberhandschuh. Erhöht Erfolgsquote beim Stehlen. Dafür war der jetzt schweineteuer. Na egal, haben wir was Gutes gekriegt. Vielleicht etwas überteuert. Geht's eigentlich hier rein? Tatsache, hier geht's noch weiter. Ach, Avalanche falsch geschrieben. Stimmt, das war beim Don, oder? Ist doch inzwischen hinüber. Ja, da mussten wir uns als Frau verkleiden, ich erinnere mich. Die Mahjong-Runde, ja. Das Büro. Ja, mit dem Raum. Der war so ekelhaft. Dieser fette, schmierige Typ. Ja, hier war dieser Kerker. Eigenartiger Geschmack hatte der. Also eigenartigen Geschmack hatte der. Wir wollen hier von der Grammatik her akkurat bleiben. Aber hier war nirgendwo was. Es hieß doch, wir sollen nach Midgar gehen. Kann einem Angst machen, nicht wahr? Man weiß nie, ob die Platte runterkommt. Genau, wenn ich könnte, würde ich zur Plattform raufklettern. So. Ja, bestellen kann man an der Theke. Schon klar. Hoppla! Wollen wir nicht weiter stören. Irgendwo müssen wir doch hin. Ich meine, das ist doch blöd, wenn diese Folge hier nur aus... Ja, wir gucken uns mal um, besteht, sag ich mal. Was sagte der nochmal? Ja, seltsame Welt, bla bla. Okay, Süden. Hier ging's zu dem Ort, den Shinra besetzt hatte. Was auch immer das nochmal für einer war, ich weiß es nicht mehr. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder raus und schauen uns draußen nochmal um, ob das vielleicht einfach nur aus dem Meer näher kommt und wir es da aufhalten müssen. Ja, irgendwas hält uns ja immer auf.
mit diesem Breitschwert, das hat was. So. Und hier rüber. Wieder hier runter. Und hier raus. Ursprünglich kamen wir von hier. Also entweder habe ich irgendwas Offensichtliches übersehen, das Spiel hat was total gut versteckt, oder aber wir müssen tatsächlich nicht hin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Kommt ja vom Meer aus, heißt's. Ach, Wölfchen. Klaut er mal. Klaut Wert ab. Nanaki Wert ab. Kannst du das stehlen? Nee. Vielleicht hätten wir ihm den Handschuh geben sollen. Komm, hau mal drauf. Also irgendwo hier soll das Vieh doch ankommen. Ich glaube, ich steige noch mal kurz hier rein und sehe mich da... Ich sehe mich dann an, genau. Oder sollen wir das sogar im Wasser aufhalten? Ich glaube, ich frage nochmal die Crew, was die dazu sagt. Ob du es liebst oder hast. Du kannst dich einfach nicht von Midgar losreißen, nicht wahr? Dieser verfluchte Weapon. Er ist ein großes... Hier bitte beliebiges Schimpfwort einfügen. Möglichst schlimm. Selbst Midgar ist in Gefahr. Das erinnert mich an eine Testrakete, die vor langer Zeit in den Slums von Midgar landete. Ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ich hörte, dass sie nie explodierte. Midgar, ich hasste es, dass Rojo mich fing und ins Labor steckte, wie er all diese Experimente mit mir machte. Aber gerade deshalb habe ich auch alle getroffen. Manche lernt man kennen, andere wiederum nicht. Ist das nicht seltsam? Wir kommen immer noch nicht an Sephiroth heran. Cloud, du gibst jetzt dein Bestes, klar? Ich weiß, ihr alle könnt Shinra nicht vergeben, aber die Leute in Midgar trifft keine Schuld. Zubik-Pilot, ach, Level 13 ist der inzwischen sogar. Ich glaube, ich werde mal kurz mit dem U-Boot fahren und einfach schauen, ob wir da das etwas dann finden. Abgetaucht finden wir nur die Weapon, gegen die wir nicht kämpfen wollen. Aber jetzt haben wir wenigstens die vernünftige Steuerung mit dem Ding. Ansonsten gehen wir einfach nur in der Nähe von Midgar an Land. Ach ne, können wir ja gar nicht. Wo muss das Vieh denn bitte hin sein? Na, aber irgendwo in der Nähe von Midgar, wenn nicht in Midgar, muss ja was sein, um unsere Story fortzusetzen. Ich meine, wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Das heißt, es kommt vom Meer. War es das? Oh, da ist es. Aber ich würde sagen, Weapon greifen wir erst in der nächsten Folge an. Darum werde ich auch noch kurz hier auf kurz an Bord speichern.
Ich meine, das kann ich ja noch kurz machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge wohl gegen Weapon antreten. Also ein anderes Weapon als das schwarze, sondern dieses komische silbrige. Dugel. Ich weiß, dass wir gute Arbeit geleistet haben, aber ich möchte speichern. Vielleicht gehe ich da einfach von oben nochmal wieder runter. So. Aber das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, Cheerio, bis morgen.